Kleeblatt, eine Kette und zwei Menschen. Also ich würde sagen, das Glück verbindet uns beide. Mhm. Ja? Ja. Mein Glück ist es, dir nahe zu sein, ist die Auflösung. Nahe, ja, stimmt. Kann man, ja, passt. Aber gar nicht mal so schlecht. Ja? Relativ gut. Okay, das nächste. Also jemand hat wieder einen Mann mit Gedanken, einen Gedankenblitz oder eine neue Idee. Also ich denke an das Glück und die Liebe mit dir. Ja, voll schön. Auf jeden Fall deutlich aussagekräftiger als mein Versuch, die Bildchen zu übersetzen. Okay, das ist jetzt quasi schon mehr eine Geschichte und nicht nur ein Satz wahrscheinlich. Da irgendwie, ich weiß nicht, zwei ältere Menschen und die denken das Gleiche vielleicht. Gedankenblitz, eine Idee, fragt sich etwas und dann doch nicht. Puh, keine Ahnung. Ich glaube, da kriege ich keinen Satz zusammen, das ist irgendwie zu komplex. Oder irgendwie. Ja, eindeutig. Wieso mir das nicht eingefallen ist? ohne dich zu sehen, gerät, keine Ahnung, verzweifle ich. Sie sieht aus, als ob sie am Fenster stehen würde. Aber, ja. Ja, kann man sich so vorstellen, dass das das bedeutet. Man kann sich noch Liebesbriefe vorstellen in Zeiten von Tinder und WhatsApp. Fastfood-Kommunikation. Wenn man einen Brief bekommt, ist es ja fast schon was Außergewöhnliches und dann macht sich viel mehr Gedanken. Wesentlich intensiverer Dialog sozusagen. Vielleicht ist ja auch das Geheimnis die Entschleunigung, dass man sich mehr Gedanken machen kann.